Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sotality, Ihr Markt für Lebensmittel im Ländle. Ja, ein herzliches Grüß Gott hier im Sportstudio. Das ist der Ländle-Sport, präsentiert von Sotality hier auf Ländle TV. Wir haben wieder einiges für Sie vorbereitet. Wir schauen auf die Vorarlberg-Liga. Da wird sie einerseits oben in der Tabelle, aber auch unten in der Tabelle spannend. Die Elite-Liga haben wir mit zwei Partien bei uns im Programm. Und wir schauen auf das Doppel-Heimspiel-Wochenende der Ländle-Clubs in der Regionalliga West. Hohenems empfängt die Tiroler aus Schwarz und Admira Dornbirn empfängt Austria Salzburg. Und jetzt starten wir rein. Und die erste Station, das ist auch die Vorarlberg-Liga. Da haben wir einige Partien für Sie zusammengestellt und am Wochenende gab es da auch zwei kleinere Überraschungen. Einerseits das Lebenszeichen von Blau-Weiß-Feldkirch, die siegen im Kellerduell gegen den FC Schruns mit 2:1 und machen den Abstiegskampf dementsprechend wieder spannend. Auf der anderen Seite der Tabelle straucheln die SCA Altach Juniors, der aktuelle Tabellenführer, im Heimspiel gegen den VfB Bezau. Da gab es eine 0:1 Niederlage für die Altacher und diese Niederlage öffnet wieder Tür und Tor für eine Alberschwender Tabellenführung. Die mussten zum FC Nenzing. Wie das ausgegangen ist, Helmut Welte weiß mehr. Der Tabellenzweite FC Alberschwende in Grün zu Gast in Nenzing. Das Team von Trainer René Fink möchte mit einem vollen Erfolg im Walgau zurück an die Tabellenspitze. Doch auch der FC Nenzing will vor den eigenen Fans die Punkte im Oberland behalten. Besonderes Augenmerk wird in dieser Partie auf Alberschwende Sturmtank SRF Demircan gelegt. Und genau Demircan ist es, der den Nenzingern das erste Ei ins Nest legt. 39. Spielminute, schneller Alberschwender Angriff über die linke Seite. Schatzmann weiter zu Niklas Ranz. Der bedient den sträflich alleingelassenen SRF Demircan. Und es heißt 0:1. Ganze 4 Minuten später, Eckball Alberschwende. Niklas Ranz auf Kilian Sohm. Und der stellt aus kurzer Distanz auf 0:2. Minuten im zweiten Spielabschnitt von der Uhr. Der Alberschwender Abwehrversuch gerät zu kurz. Nico Schöpf chippt die Kugel genau auf Nezip Beklien. Anschlusstreffer. Es heißt nur mehr 1:2. Nun wollen die Nenzinger mehr. Zu mehr als einem Lattentreffer durch Fabian Kreinz. 4 Minuten vor Spielende reicht es aber nicht mehr. Der FC Lustenau hat den SC Göfis zu Gast. Die Gäste ganz in Weiß mit dem Anstoß gehen dabei als Favorit in die Partie. Die Partie offen. Bis zur 39. Spielminute. Eckball für die Gäste. Ramon Can bringt die Kugel ideal zur Mitte. Göfis Abwehrchef Lukas Algauer steigt hoch und versenkt per Kopf zum 0:1. Zweite Spielhälfte. Die Heimischen drängen auf den Ausgleich. 53. Spielminute. Okan Öner zieht in den Göfner Strafraum und wird von Florian Lampert zu Fall gebracht. Elfmeter für Lustenau. Marc Vogel tritt an. Verlädt Göfis Keeper Schwarz. Ausgleich. Neuer Spielstand 1:1. Bravo! 59. Spielminute. Riesensitzer für Nesse Göfis. Doch Moritz Beck kratzt die Kugel von der Linie, hält die Hausherren weiter in der Partie. Ja.
Ganze 2 Minuten später. Konter FC Lustenau. Moritz Beck zieht über links auf und davon. Flankt ideal auf Linus Hämmerle. Direktabnahme. Und es heißt FC Lustenau 2, Göfis 1. Die Gäste aus dem Oberland kommen nicht mehr in die Partie zurück, sind nicht mehr imstande, das Spiel noch zu drehen und müssen ohne Punkte die Heimreise antreten. FC Handelsbuch gegen den FC Höchst lautet die zweite Sonntagspartie in der Vorarlbergliga. Und beide Teams hatten nach den Niederlagen in Runde 25 einiges gut zu machen. Die Gäste aus Höchst im traditionellen Gelb-Schwarz mit dem besseren Start. 8. Spielminute, höchster Angriff über die linke Seite, Robert Blum mit der Flanke vor den Handelsburger Kasten. David Schnellrieder überlug seinen Schattenbär und drückt die Kugel zum 0:1 in die Maschen. Mit diesem Stand geht es auch in die Pause. 2. Durchgang in Handelsbuch. Die Heimischen wollen mehr, machen Druck. Doch die Höchster im Konter immer gefährlich. Treffer gelingt aber vorerst keinem der beiden Teams. Nachspielzeit im Volt. Eckball Handelsbuch. Abgewehrt. Konter FC Höchst. Conny Schneider auf David Schnellrieder. Und der schlänzt die Kugel aus rund 30 Meter mit seinem Doppelpack zum 0:2 Endstand in die Maschen. Der neue Tabellenführer der Vorarlbergliga heißt also FC Sohm Alberschwende und wir machen den Sprung eine Liga höher, nämlich in die VNAT Elite Liga. Röth ist zu Gast in Lauterach, aber unsere erste Station ist ein bisschen Abstiegskampf. Die Amateure vom SC Austria Lustenau empfangen da den FC Rothenberg aus dem Bregenzer Wald. Das ist auch unsere erste Station. Wir gehen ins Reichshofstadion. Ja, erste Station Reichshofstadion zu Lustenau. Die Amateure der Austria in Grün empfangen den FC Rothenberg zum Duell. Und für die Gäste, da beginnt die Partie wie gemalt. Erste Spielminute Martin Kobras mit dem langen Ball auf Steurer. Schwaches Defensivverhalten der Hausherren und es heißt schon sehr früh 0:1. Aber dieser Spielstand steht nicht lange auf der Anzeigetafel. 6. Spielminute und der Ball kommt zu Fink und dann heißt es Ausgleich im Reichshofstadion. 1:1. Wir springen in den zweiten Abschnitt. Rothenberg jetzt mehr am Drücker und Bentele zieht einfach mal ab. Sonntagsschuss zum 1:2. Ja, und daran ändert sich auch nichts mehr. Der FC Rothenberg nimmt 3 Punkte mit in den Bregenzer Wald und verschärft die Situation in Lustenau. Lauterach, die 2. Station und zu Gast in Blau der SC Röthis. Die sind tabellarisch leichter Favorit im Ried. Und das zeigen sie auch schon früh, Eckball Röthis. Und dann kann Lauterach diese Situation nicht optimal lösen. Schuss, Pfosten, nochmal Pfosten und der Nachschuss ist dann drin. Kein Abseits, gutes Auge vom Schiedsrichtergespann um Christian Schadl. Und wie einfach das Ganze hier gehen kann, zeigt Röthis in Minute 21. Nepomuceno wieder zu Diensten, 0:2.
Ja, doch abschreiben darf man die Lauteracher nicht. Knapp 33 Minuten gespielt und dann diese unfassbar unnötige Aktion im Strafraum der Gäste. Elfmeter für Lauterach. Ali Babic tritt an, Ali Babic trifft, Anschlusstreffer im Ried. Und der Ali Babic, der hat jetzt richtig Lust bekommen auf mehr. 51. Minute und jetzt kann man wirklich sagen, Elvis lebt. 2:2 Ausgleich für den FC Lauterbach. Aber auf der Gegenseite lebt auch einer, nämlich Nepomuceno. Ein Traumfreistoß zur Führung. 2:3, ab sofort der neue Spielstand. Lauterach noch einmal mit einer Ecke, doch die ist viel zu ungefährlich und dann hören sie ihn den Schlusspfiff. Rötis gewinnt mit 2:3 und sichert sich damit Platz 3. Ja, zwei Auswärtssiege haben wir jetzt gesehen. Das hoffen natürlich die Regionalliga-Westclubs aus dem Ländle nicht. Da schauen wir gleich drauf nach einer kurzen Unterbrechung. Weil wir jetzt unten sind. Weil Ihre Sicherheit etwas ganz Persönliches bedeutet, schaffen wir einen Ort, wo sich Erfahrung und Innovation treffen. Die Wälder Versicherung ist seit 1798 für alle Hüsli-Bauern da. Alle Entscheidungen werden bei uns zahlreich getroffen und wir reden die gleiche Sprache wie alle unsere Kunden. Uns ist es wichtig, dass wir zusammen mit unseren Kunden Lösungen mit Hausverstand und Handschlagqualität treffen. Für das steht da jeder Einzelne bei uns im Team. Ich bin die Lisa Hämmerle und als Kunstturnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dabei. Weil mir die Wälderwerte wichtig sind, bin auch ich Kundin bei der Wälderversicherung. Und das, obwohl ich ein Luschner bin. Deshalb ist auch dein Haus und deine Wohnung wurde älteste Versicherung im Ländle mit über 223 Jahren Erfahrung in bester Hand. Wälderversicherung, wo das Beste der Vergangenheit Gewissheit für die Zukunft bringt. Wälder. Versicherung seit 1798. 100 Jahre Vorarlberger Fußballgeschichte. Das sind Erinnerungen, Emotionen und große Erfolge. Sichern auch Sie sich die 600-seitige Chronik beim Vorarlberger Fußballverband und im ausgewählten Buchhandel. Enjoy Bregenz. Figur- und Muskeltraining. Gesundheit und Spaß. Bei Enjoy Bregenz steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind Experten im Bereich Gesundheit und Fitness für alle Altersgruppen. Wir helfen dir, deine Wünsche und Visionen zu erfüllen, damit du dein Leben genießen kannst. Trainieren kannst du überall. Deine Ziele erreichst du mit Enjoy. Und wir sind zurück aus der kurzen Pause und blicken jetzt auf die Regionalliga West. Der SC Admira Dornbirn, der empfängt die Favoriten von Austria Salzburg auf heimischem Rasen. Aber unsere erste Station, das ist das Herrenried-Stadion in Hohenems. Da waren die Tiroler aus Schwarz zu Gast. Der Tabellenführer aus Schwarz zu Gast beim VfB Hohenems. Und die Tiroler, ganz in Rot, verstecken sich nicht. Der VfB dagegen tut sich schwer, in die Partie zu kommen. Doch die erste richtige Chance hat der VfB. 10. Spielminute. Herberli auf Fessler. Der hebt die Kugel über Schwarzkeeper Wackerle, aber auch über den Tiroler Kasten. Nun sind auch die Heimischen mit von der Partie.
offener Schlagabtausch im Herrenried. Mit Vorteilen für die beiden Abwehrreihen. Und so geht es mit einem 0:0 in die Pause. Hinein in den zweiten Spielabschnitt. 4 Minuten sind von der Uhr. Da geht's schnell. Kanal auf Demir. Weiter quer zu Dominik Fessler. Und der VfB führt mit 1:0. Sechs Minuten später, Eckball Lampert, Kopfball Wunderli, aber Patrick Knoflach kratzt das Ding von der Linie. Aber auch die Tiroler sind weiter in der Partie. Özkan Demir bringt Knoflach zu Fall. Elfmeter für Schwarz. Kinzner verlädt Breitfuß. Ausgleich 1:1. Der SC Schwarz Rittenbraten will nun mehr. Noch sind 2 Minuten im Herrenried zu spielen. Angriff über links, Zuckerflanke auf den völlig blank stehenden Philipp Riegler und der erzielt das 1:2. In der Nachspielzeit setzt der VfB nochmals alles auf die Karte Offensive. 94. Spielminute. Wunderli zieht links durch, schiebt die Kugel Richtung Schwarzer Kasten. Ein Wechselspieler Vogler ist da und schlägt das Leder für seinen bereits geschlagenen Keeper von der Linie. Dann ist Schluss im Herrenried. Der VfB muss sich dem Tabellenführer aus Schwarz knapp geschlagen geben. Ja, und einen haben wir noch ein bisschen Zweitliga-Feeling in Dornbirn, die Austria aus Salzburg zu Gast und mit ihr knapp 250 Anhänger, die für ordentlich Stimmung sorgen. Doch für Stimmung sorgt an diesem Tag eigentlich nur die Admira, die hier gleich mal mit einer guten Chance startet. Von Salzburg kommt hier extrem wenig, diese Chance fast eine der besseren. Und in Minute 73 werden die Austria-Anhänger dann ganz still. Die Admira spielt es gut aus und Turnherr ist es am Ende, der die Dornbirner Führung erzielt, dem Favoriten den Zahn gezogen. Und die Admira, die könnte hier sogar noch erhöhen, der eingewechselte Stoß, knapp vorbei jedoch. Ja, und nach 90 Minuten blickt Schiri Gamper auf die Uhr und sagt, ich habe genug gesehen, das war's. Die Admira feiert einen Heimsieg gegen den Favoriten aus Salzburg und behält 3 Punkte in der Messestadt. Ja, der SC Admira Dornbirn schafft damit also eine kleine Sensation, schickt die Austria aus Salzburg mit 1:0 nach Hause. Und wenn Sie jetzt noch mehr Lust auf Fußball haben, dann auf jeden Fall am Dienstag um 20 Uhr Ländle TV einschalten. Da gibt's 90 Minuten Sky, das Bundesliga-Magazin exklusiv hier auf Ländle TV. Einschalten lohnt sich. Ja, und das war der Ländle-Sport hier auf Ländle TV. Hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Sie wissen es, am Montag um 20 Uhr begrüßen wir Sie hier aus dem Sportstudio mit der neuen Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.